Der Umgangston im Energiemarkt wird rauer. Jeder versucht, sich im Wettbewerb zu behaupten. Die wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen der Marktteilnehmer könnten nicht unterschiedlicher sein. Keine gute Ausgangsposition für die Kleinen. Dabei ist die Lösung so einfach. Wenn sich viele scheinbar Wehrlose bündeln und es schaffen, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen, gelingt es ihnen, sich im Wettbewerb durchzusetzen. Trotzdem gewinnt man den Eindruck, dass es immer nur die Großen und Mächtigen sind, die den Erfolg einfahren. Nicht ganz. Das Netzwerk der Tüger ist seit Jahren erfolgreiches Beispiel, wie Stadtwerke durch intelligente Zusammenarbeit es schaffen, im Wettbewerb zu bestehen.